Ja, Markus, es gibt so Tage irgendwie, da läuft alles, da funktioniert alles. War heute so ein Tag? Ja, auf jeden Fall. Also wir haben heute, jeder hat sich voll reingehangen. Wir haben so viel mehr besser gemacht als zuletzt in den letzten Spielen. Großes Kompliment an die Mannschaft, großes Kompliment auch an Julian, der sich hier reingeschmissen hat, der echt sensationell gehalten hat. Das hat heute richtig Spaß gemacht und ja, so müssen wir weitermachen. Boah, das war ein richtig, richtig gutes Spiel. Man konnte sich auf jeden Spieler verlassen, der gespielt hat. Dann gab es eine 2-Minuten-Straße für Markus, dann kam ich rein. Bisschen nervös war ich am Anfang, aber habe ich ganz gut runtergespielt, würde ich sagen. Und es war einfach ein geiles Gefühl, so lange auf der Platte stehen zu dürfen und auch noch ein gutes Spiel zu machen mit der Mannschaft zusammen. Ich finde, wir haben heute super in der Abwehr gestanden und wenn wir Fehler gemacht haben, haben wir gekämpft. Julian hat uns auch noch ein paar Dinge gerettet. Das war der erste Punkt, der uns geholfen hat. Und der zweite Punkt ist, wir haben super im Angriff gespielt. Wir haben geduldig gespielt, wir haben gewartet, dass wir eine Chance hatten und haben dann sehr, sehr effektiv heute abgeschlossen. Ja, 5 Leute haben gefehlt heute, dann ist auch noch Finn gleich am Anfang ausgefallen, hat sich verletzt. Ja, hat euch das nochmal so ein bisschen enger zusammengeschweißt als Team? Definitiv. Also wir haben uns heute, jeder hat sich reingehangen, jeder hat heute seine Spielanteile auch irgendwo bekommen und jeder hat seine Aufgabe erfüllt. Das war super, von daher einfach nur ein Riesenkompliment. Das gibt einen schon noch den größeren Push, das Spiel zu gewinnen. Vor allem Schull ist Vater geworden, für ihn wollten wir das erst recht machen, für die ganzen Kranken und einfach für Kretsche dann noch mehr oben drauf. Ich danke dir. Vielen Dank. Ja.